Geschichte stirbt nicht in Archiven und Sarkophagen. Man kann sie nicht als Asche in alle Winde verstreuen. Sie bleibt anwesend. Sie ist nicht der rasante Fortschritt, der uns weiterbringt, sondern der rasende Schrecken, der uns einholt. Geschichte ist ein Tod, der verführerisch mit Geburtsstunden prahlt. Sebastian Haffner. Juni 1934. Venedig. Flughafen San Nicolo al Lido. Benito Mussolini erwartet gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Rom, Ulrich von Hassel, den Reichskanzler Adolf Hitler. Für den geht mit seiner ersten Auslandsreise ein Traum in Erfüllung. Der Deutsche steigt aus und weiß sofort, Velourhut, heller Regenmantel und schwarze Lackschuhe verlieren gegen die gebieterische Kraft der italienischen Uniform. Graue Ordentlichkeit gegen blinkende Orden, Karikatur kontra Charisma. Ein Herr Hitler hatte schon 1926 an die italienische Botschaft in Berlin geschrieben und sich ein signiertes Foto des Duce gewünscht. Die Bitte wurde höflich abgelehnt. Aber eine bronzene Büste Mussolinis zierte das Arbeitszimmer Hitlers in der Münchner NSDAP-Zentrale. Der Führer: Ich empfinde tiefe Freundschaft. Der Duce: Er gefällt mir nicht. Der verkannte Kunstmaler und verhinderte Architekt in der Lagunenstadt. Der Stadt der Träume und einer Stätte der Menschheitskultur. Immer ist das Erhabene, das zur Demut bittet, auch eine Einladung zu imperialer Anmaßung. Hitler wohnt in der Königssuite des Grand Hotels am Canale Grande. Den Küchenchef des Hauses hat man vorsichtshalber beurlaubt. Er ist Jude. In der Nähe des Hotels starb Richard Wagner, Hitlers Idol, Lautmaler seiner pathetischen Fantasien.